So, hehe, he, jetzt ein bisschen Essen klauen, ja. Hehe, he, das wird keiner merken, oh ja, geil. Oh, verflucht, hey Leute, hehe, ich habe gerade Pause, aber jetzt muss ich zurück zu meiner Arbeit, los geht's, jo. Zurück an meinem Arbeitsort. Allerdings hat mir mein Chef gesagt, ich soll mir mal die Herrentoilette genauer anschauen. Er meinte, die sei sehr dreckig. Ja genau, Herrentoilette. Guten Tag. Eure Toilette ist voll hässlich. Ja, deswegen bin ich nun hier. Der Herr. Ach du liebe Güte. Hier wurde seit mehreren Jahren wohl nicht mehr geputzt. Schaut richtig scheiße aus, Herr. Kein Problem, Leute. Ich bin nicht nur Knopfdruck-Profi, sondern auch Toiletten-Saubermachmeister. Ich werde sofort mein Werk verrichten und diese unglaublich hässliche Toilette zum neuen Glanz erscheinen lassen. Oh yeah? So, fertig. Man kann schon fast den Boden ablecken, so sauber ist es. Naja, aber wie ich den Boden ablecke, zeige ich euch eventuell in einem anderen Video. Ich gehe erstmal zurück zur Theke. Natürlich mit dem, naja, nicht mehr so geheimnisvollen Knopf zum Weg der mysteriösen Küche gelangen. Ey, was machen Sie da in der Küche? Bitte verschwinden Sie, sonst rufe ich die Polizei her. Och Mann, warum nimmt mich niemand ernst? Naja, egal, Jolo Rofel. Ah, ein neuer Kunde. Guten Tag, junge Dame, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Wählen Sie eins unserer Sortimente aus, haha. Was, hey, was soll denn das denn, keine Gewalt hier, ja? Hey, in unserem Restaurant wird nicht randaliert, klar. Was möchten Sie denn jetzt, Mensch, meine Güte, was wollen Sie denn, verdammte Kacke? Sie wollen einen Delta-Tee oder was? Wart, wo geht denn die jetzt hin? Ach, egal, guten Tag, der Herr. Willkommen bei McCormick, wählen Sie eines unserer Ware aus, Sie hässlicher Kobold. Mein Gott, warum brauchen die denn alle so lange? Zwei Gommelfloris, bitte. Zwei Gommelfloris kommen sofort, ja, check the Bude, ja? Alter Falter, so. Jetzt ein bisschen hiervon und ein bisschen davon und meine süße Spucke nicht vergessen. So, du Waschlappen, hier deine zwei Floris. Jetzt verpiss dich aus meinem Laden. Dankeschön, und was ist mit dem Geld? Ach ja, stimmt, die Bezahlung, na dann wachs rüber da. Hier, Sir. Danke, sehr freundlich. Und jetzt verpiss dich gefälligst, ich will dein Gesicht nicht nochmal sehen. Ach ja, ich liebe diesen Job, hier sind die Leute echt freundlich. Ich fühle irgendwie, dass alle wegen mir fröhlicher wirken als vor ihren Bestellungen. Ah, scheiße, was du, wer bist denn du jetzt, wie kommst du hier rein? Verlasse meine saubere Haben Küche. Haben Sie meine Mami gesehen? Raus. Mama? Ach meine Fresse, dann bleib doch eben da und mach da hinten Kinderarbeit. Oder so, ist mir jetzt auch egal. Ich frag mich echt, wieso mich keiner ernst nimmt, boah. Hallihallo, wählen Sie eines der Produkte. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Aha, du schon wieder. Was willst du denn noch, du Kartoffelgesicht einer Zombie-Geburt? Stellt ihr noch jemanden ein, ich würde gerne helfen und mitarbeiten. Fuck, dann müsste ich dein komisches Gesicht jeden Tag sehen. Sorry, das mit dem Gesicht. Da musst du mit meinem Chef reden. Wo ist er? In den Toiletten, dort gammelt er rum. Ihm lass dir nur Zeit und glaub mir, er versteckt sich sehr gut. Na los, geh schon zu ihm. Guten Tag, schöne Brille, sagen Sie mir einfach, was Sie möchten. Mein Gott, jetzt entscheiden Sie sich doch mal. Entschuldigung, ist der Chef in der Herren- oder Damentoilette? Er befindet sich immer in der Herrentoilette, aber wenn Sie machen da was dreckig, da wurde frisch geputzt. Hey, ich wollte. Okay, doch schnell noch weg was hier, Alter, ich hab keinen Bock mehr auf diesen Typen, auf meinem Chef und auf diesem Laden, verdammt. Bei McCormick zu arbeiten ist doch viel anstrengender, als ich dachte. Und woher kommt diese verschissene Musik her? Oh, was ist denn das für ein Schuppen dort? Mal schauen, ob man da auch arbeiten kann. Kuschelbär, verlass mich nicht, denn ich lieb dich doch so sehr. Du bist mein letztes Licht in diesem schwarzen Meer. Kuschelbär, verlass mich nicht, denn ich lieb dich doch so sehr. Du bist mein letztes Licht in diesem schwarzen Meer. Du bist mein letztes Licht in diesem schwarzen Meer.